Herzlich willkommen zu einem neuen Film hier auf dem Kanal. Marvin und ich sind in die Schweiz gefahren, um uns dort auf dem Genfer Autosalon einen Eindruck über die Neuheiten der Automobilwelt zu verschaffen. Natürlich mit dem Ziel, informative Berichte zu produzieren. Aber einige technische Schwierigkeiten und unter erschwerten Lichtverhältnissen zu produzieren, hielt uns nicht davon ab, die 4 Stunden, die wir durch unsere lange Anreise nur hatten, optimal zu nutzen. Wie das Ganze aussieht, seht ihr jetzt. Marvin spielt sich am Ohr. Ich interviewe einen Mann und erschrecke mich vor einer Motorhaube. Ein Renault Megane stellt Marvin vor ein Rätsel. Und ich lobe einen Sanyong. Da die Anreise sehr lang gewesen ist und ich noch nicht mit Fahren dran war, wollte ich vorher noch einmal ein paar wichtige Fragen abklären. Denn die Fahrt war bis jetzt anstrengend. Scheiß Geschwindigkeitsbegrenzung. Zum Kotzen. Marvin hatte dafür auch bereits eine plausible Erklärung und erinnerte im selben Atemzug noch einmal an unseren ersten Roadtrip, der nach Holland ging. Wir dürfen nur 120 fahren. Tempomat ist bei 125 Euro und ich will nicht wissen, wie teuer diese 5 km sind. Endet so wie in Holland wahrscheinlich. Einmal nach Zandvoort und 3 Strafmandate. Scheiß Geschwindigkeitsbegrenzungen. Sollten wir mal abschaffen überall. Man sieht's doch. Also überall, wo Geschwindigkeitsbegrenzungen sind, passieren mehr Unfälle als bei uns in Deutschland, wo gar keine ist. Das ist schon erschreckend, ja. Ja. Was ich letztens noch eine Studie oder letztens hier diesen Jahresreport gesehen. Ich glaube von 30 Ländern oder so waren wir glaube ich auf Platz 26 oder 24. Und wir sind das einzige Land gewesen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Also frage ich mich, was ist da falsch? Sollte man schon echt drüber nachdenken, ja. Vielleicht können die Leute in Deutschland einfach besser fahren, weil sie durchgängig, also immer eigentlich schnell fahren können halt. Ich weiß noch ganz genau, mein Fahrlehrer, als ich die erste Autobahnfahrstunde hatte, dachte mir mein Fahrlehrer so, ja jetzt tritt mal drauf. Nur gemerkt war ein VW Golf GTI, ja drauf getreten und dann in der ersten Fahrstunde auf der Autobahn glaub 170 gefahren oder so. Ne? Das wäre hier unvorstellbar, ey. Aber landschaftsmäßig ist es schön hier. Ja nicht mehr. Wie viel haben wir jetzt noch ungefähr? Knapp 300. Pulsar 2 hier auf dem Genfer Autosalon. Wir haben uns auch direkt schon mal einen geholt, der uns was zu dem Fahrzeug sagen kann. We have now here the Pulsar 2. Yeah. What is it now the special at this car? So yes, this is the new Polestar 2. It is the first full electric car from Polestar. Polestar being the new electric performance brand. We are owned by Geely and Volvo Car, so we have a connection to the Swedes and the Chinese. We're based in Sweden and we revealed this car earlier this week online. It is really fantastic. It's first full electric car from Polestar. We have all-wheel drive, 300 kilowatts, 408 horsepower, 660 newton meters of torque with all-wheel drive. So it's quick, it's powerful, but also really, really good looking, beautiful to drive. It's available with the likes of Öhrlins dampers, Brembo brakes, and some special performance touches with gold detailing. So you can really make it stand out. It's going to do 0 to 100 in less than 5 seconds. It's really going to be something really special. Fast. Yeah, absolutely, yeah. Now we have the many racing parts in this car, but how comfortable for the all-day using is it? Absolutely comfortable. You know, our chassis engineers have been partnering with Öhrlins, which is a Swedish suspension manufacturer. They've been doing work with Öhrlins for a long time now, so we know how to fine-tune the suspension for comfort as well as dynamics, but of course it's adjustable as well. So if it is a little bit too sporty, you can dial it down, or the other way around to dial it up. So you can really find the balance that you like in the car.
I've talked before with your mate a little bit about the car, and he told me that we need more key anymore. How it is possible? So we have something called phoner's key, which means that your phone carries a secure digital key. You don't need to carry the physical key with you anymore. And with that, it means that the car can recognize you when you get into the car and personalize all your settings. So when you approach the car knows you're approaching. It will open as soon as you touch the handle, and all your settings will be implemented inside. That means your seat position, your mirrors, your Spotify, your profile in the system. This is one of the first cars in the world to have the new Android embedded infotainment system. That means we have Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, and of course if you've logged into your Google account, it will be personalized. So all your preferences on navigation or music and that sort of thing will be there. But now a little security point, how secure it is this system, because we have an all connect system here, and we all know now no system is unhackable, yeah, but how secure it is. Without getting into the very technical details, which I don't have, but it is very secure. The keys are encrypted. They cannot be copied from one device to another in that sense. And this is the point. So we know from the past that many cars are stolen via this keyless go system. Yeah. So that is, you're right, and that is something that is based on a relay system where the signal is repeated and therefore the vehicle can be stolen. With our technology, first of all, the digital key interacts with the vehicle through a secure Bluetooth connection. It's not electromagnetic, so it's different to the traditional keyless systems. And then that system itself is robust and protected in several different layers that it's actually almost impossible to use a relay device to get into the vehicle. So we're very confident it is not possible. So Polestar is the first brand that had make really minds about the system secure and entities. Absolutely, yeah. We wouldn't launch it without the absolute security. That's good. Also, diebstahlsicher ist es schon mal. Das muss man schon mal sagen. Das ist die erste Firma, die sich jetzt wirklich Gedanken darüber gemacht hat. Halt mit dem Punkt Keyless Go und das Hacken von den Keyless Go Fahrzeugen, was ja in den vergangenen Jahren sehr viel für Aufsehen erregt hat. Und auch das System hacksicher zu machen, also dass es wirklich nicht gehackt werden kann. Wir gucken jetzt einfach mal uns das Fahrzeug mal ein bisschen genauer an. Wir fangen einfach mal hinten am Kofferraum an. Wir haben eben schon ein bisschen was vorgestellt bekommen, aber jetzt auch für euch. Oh, sorry. Also wir haben jetzt auf jeden Fall gutes Kofferraumvolumen. Das hat man in der Klasse natürlich selten. Sieht auch nicht sonderlich groß aus von außen, aber wenn man den Kofferraum aufmacht, ist schon viel Platz drin. Wir haben hier das von Volvo bekannte Ladesicherungssystem mit dem Gummibändchen hier und auch dem Stoppding, ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Und dann haben wir hier das Kofferraum-Ladevolumen. Was ich jetzt eben noch nicht genau verstanden hatte, ist, ob da jetzt ein Reserverad drunter ist oder irgendwie Motor, sagte er. No, that's just loading space. The tire repair kit is kept in the front storage compartment. Yeah. And what is under this cover? Part of the chassis and the electric motor setup. Das Ganze wird hier mit einem Stab festgehalten. Also ich kenne sowas normalerweise eigentlich nur bei uns, so Hobby-Schrauber-mäßig, aber dass das jetzt wirklich so umgesetzt wird, ich finde es irgendwie cool. Ich muss ehrlich sagen, I liked. Yeah? Yeah. Something simple. Yes, of course. Exactly. It's simple and so from the hobby mechanics. Yeah. Exactly. Was natürlich auch ganz geil ist, wenn man zum Beispiel jetzt in Urlaub fährt oder irgendwie auf Reise geht, Kühltruhe einfach hinten reinknallen. Du hast hier direkt die 12 Volt Zigarettenansteckerdose. Das heißt, du brauchst kein lästiges Kabel mehr jetzt nach vorne verlegen und dann kannst du das Telefon nicht mehr laden und sowas. Ist hier gelöst, indem wir die 12 Volt Steckdose hinten haben. Oh ja, hier, wie man eben schon gesehen hat. Aber gut, das kennen wir ja schon von anderen Marken. Steckdose, ganz normal, kennt man ja von anderen vollelektrischen Fahrzeugen. Leistungstechnisch ist der Polestar 2 auf Augenhöhe mit den Teslas. Das haben wir jetzt eben schon erfahren. How much he need the car from
0 to 100? It's 4.7 seconds. 4.7, also 4,77 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon mal eine zierige Ansage an andere Hersteller, die elektronische Fahrzeuge herstellen, also elektrisch betriebene Fahrzeuge. Und es ist das erste voll elektrische Fahrzeug von Polestar. Es ist im Prinzip ein Volvo auf Starkstrom. Werfen wir mal einen klitzekleinen Blick auf die Brembo-Bremsanlage, die vorhin angesprochen worden ist. Das Ganze ist jetzt nur die Hinterradbremse, die wir jetzt hier zu Gesicht bekommen. Und ich finde das ziemlich krass, weil allein diese Hinterradbremse ist so groß wie die Vorderbremse bei mir an der C-Klasse. Das ist krass. Du tippst Bremspedal an und das Ding steht. Gucken wir uns das Auto von innen an. Wichtigste überhaupt, Fahrerplatz. Das Cockpit, sehr clean gehalten, finde ich persönlich. Schönes großes Display als Tacho und dann das große Display in der Mittelkonsole, wo man die kompletten Einstellungen über das Fahrzeug vollziehen kann. Auch sehr schön der Wahlhebel für die Gänge. Und hier drücken wir noch direkt eine externe Parktaste. Wir haben hier Start, Stop für Musik. Also wir können hier direkt über Spotify können wir die Musik laufen lassen. Und ja, hier Warnblinkanlage. Du kannst das Telefon einfach kontaktlos laden, einfach da in die Schale legen. Auch sehr viel Platz hier überall gehalten. Can you tell us a bit more about the cockpit? Yeah, absolutely. So as we mentioned before, this is one of the first cars in the world to feature the new Android embedded infotainment system, the human machine interface. So we have the 11-inch tablet centrally mounted in portrait that runs full Android. It is the backbone of the system, so it's not just an app on the system. And we have then the 12.3-inch driver display that you have behind the steering wheel where you get all your information. It's seamlessly integrated, it's high quality, and of course with Google services in the car, we have Google Assistant for voice control, you have Google Maps for navigation, and the Play Store for your apps that will be of course specially developed for a car. We have a beautiful minimalistic design that we've integrated in the cabin, and we've also used environmentally friendly materials. So it has a vegan interior as standard. This one has the textile, the other car has what we call weave tech, it's a new material, and we've also got beautiful touches like the textile speaker covers and on the dashboard to give you a more premium, upmarket and very, very modern avant-garde design feeling in the vehicle. Ja, wie er eben schon erzählt hat, sehr hochwertig verarbeitet, das muss ich wirklich zugeben. Es ist wirklich hochwertig verarbeitet, es fühlt sich sehr gut an, also sehr schöne Haptik. Was man für einen Komplettpreis von 60.000 Euro... 59.900, yes, for yeah. The launch edition. Yeah. Das ist nicht viel Geld, ja, für das, was man hier wirklich bekommt. Er hat uns eben auch gesagt, Android-Tablet, voll mit Google synchronisiert, also sämtliche Google-Systeme kannst du darauf nutzen. Piano-Lack, Optik hier im Lenkrad. Lenkrad fühlt sich auch sehr schön an. Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Tell us about more about the seats. Yeah, so they are designed for comfort but support, so they have a sporty feeling but they're not uncomfortable, and as I mentioned we have a vegan interior as standard. So in this car we have the textile with the embossed diamond finish on the seat back, and then we bring weave tech into the equation, which is a new material that is modeled on scuba diving sports equipment and that sort of thing, and then we do have an optional leather option as well if that's what you like. Yeah, ja, also Sport und Komfort ist hier im Polestar 2 geboten. Racing-gelbe Anschnallgurte, das ist geil. Ja? Hat man auch nicht überall direkt. Also im Performance-Pack hast du dann hier die gelben Anschnallgurte. Wir haben ein wunderschön anfassendes Lenkrad. Wobei mich das schon wieder eher an Jeep Compass erinnert, das Lenkrad. Der Wahlhebel, der zwar ziemlich klein, aber doch fühlt sich sehr gut an. Harman Kardon Anlage im Fahrzeug verbaut. Einfacher Knopfdruck. Der Kofferraumdeckel geht auf. Wir haben hier zwei verschiedene Memory Wahltasten für die Sitzeinstellung. Panoramaglasdach. The
sehr, sehr hochwertiges Fahrzeug. Einen richtigen Spiegel als Rückspiegel hat man auch nicht überall. Sieht sehr hochwertig und elegant aus. Ein Fahrzeug mit einem Preis von einem Mittelklassefahrzeug, mit einer Ausstattung von einem Oberklassefahrzeug und dieser Verarbeitung auch. Ja, Leute, worauf wartet ihr? Pulsar 2. So, pre-orders are open now already. It goes into production in the beginning of 2020 and deliveries will start towards the middle of 2020. Vorbestellen könnt ihr das Fahrzeug jetzt schon, aber erst ab 2020 ist das Fahrzeug verfügbar und die Auslieferung beginnt ab ab Mitte 2020. Gucken wir uns das Fahrzeug noch so ein bisschen von vorne an. An und für sich macht das Fahrzeug keine schlechte Figur. Riesige Brembo-Anlage, Bremsanlage auch vorne, was man so jetzt eher aus dem Motorsport kennt. Übersichtliches Fahrzeug, Panorama-Glasdach. Kommen wir zur Frontpartie. We get to the front. I think he had a very, really beautiful face. Yeah, I like. I agree. Yeah, it's beautiful. So we have him PDC. Yeah. App on front camera. Yeah. And what is this? So this is the Polestar grid. Yeah. We call it. This is your front mounted camera, and this is the radar. Ah, so yeah. Radar. So yeah. So for your distance control. Yeah. Yeah. What headlight we had? So we have what we call pixel technology in our headlights. There are 84 individual pixels in the headlight itself. And so you can drive with the main beam on at all times. And this car will pick up to 5 different vehicles in front of you to make sure that you do not blind the drivers oncoming or following. Die sind klein. Also sehr kleine Nebelscheinwerfer. Aber wir haben einen Haufen PDC-Sensoren hier. Und aerodynamisch ist das Fahrzeug auch. Jetzt gleich gucken wir den Pulsar nochmal ganz frecherweise unter den Rock. Ja, gucken wir uns an. Hilfe! Was sich da unten drunter verbirgt. Wir haben hier wieder Laderaumsystem. Ein klein bisschen. Hier ist ja, wie er eben schon erzählt hatte, das Reifen Repair Set, das Tire Repair Set. Now we come back to Brent. And Brent, tell us now, what is under the covers? So everything under there is of course part of the cooling system. You've got your front electric motor under there as well, because we have the 2 electric motors, and then we've used the extra space for a 34-liter front storage compartment. Also die ganze Technik, Motor und so weiter steckt hier drunter. Batterien würde ich jetzt ganz gerne auch aufmachen, aber geht scheinbar nicht. Cooling System, also Kühlersystem, ist hier auch drunter verstaut. Alles sehr, sehr kompakt gehalten. Also man hat jetzt hier nicht so eine riesen Schnauze, wo alles irgendwie reingequetscht ist, sondern es ist wirklich sehr klein und kompakt gehalten und trotzdem alles untergebracht. Muss man sagen, das auch sehr leicht. Now a special question. Yeah. How massive is it? The weight. The weight hasn't been confirmed yet. So we are still finalizing one or two of the last details of this vehicle before we go into production. It's still a year away in terms of production, so we'll still finalize that closer to the time. Yeah. Also, wie viel genau er auf die Waage bringt, können wir jetzt gerade noch nicht sagen. Das haben sie uns noch nicht. Da müssen sie halt noch ein paar Sachen machen und dann können wir da auch über ein Gewicht reden. Aber 408 PS. 408 PS, das muss man sich mal vorstellen. 408 PS auf 4 Räder verteilt. Für 60.000 Euro. Zeigt mir bitte ein Auto, wo ihr für 60.000 Euro so eine Leistung bekommt mit der Ausstattung. Mal gucken, vielleicht finden wir irgendwas noch hier auf dem Genfer Autosalon. Mir fällt ad hoc keiner ein, kein anderes Fahrzeug für den Preis und für die Ausstattung, die man bekommt. Man bekommt viel Auto für wenig Geld. Das ist mein Fazit jetzt über den Polestar 2. Wenn es soweit ist, können wir das Fahrzeug auch mal testen, aber erst ab 2020. Und dementsprechend verabschiede mich jetzt erstmal vom Polestar 2 und gehen weiter zum nächsten. Peugeot 208 GT-Line. Ich fahre selbst einen 308 GTI. Da ist der kleinere, spritzigere, neue. Kommt 2020 auf den Markt, soweit ich es weiß jetzt gerade. Optisch macht er sehr, sehr was her. Ambientebeleuchtung, digitales Display. Ich denke, der hat schon die 7-Gang-Automatik drin. Hier so Kippschalter wie aus dem Flugzeugcockpit halt. Klavierlack komplett.
Carbon, viel Carbon von macht. Also das Armaturenbrett ist und Türen ist Carbon, Optik zumindest. Also ich glaube nicht, dass es echt Carbon ist. Panoramadach haben wir. Schöne Schalensitze, guten Halt in den Nieren-Schultern-Bereich. Ja, eigentlich schönes Auto, schön verarbeitet, optisch und für einen günstigen Preis. Also ich glaube 30.000 Vollausstattung, kann man machen, auf jeden Fall, super Auto. Genfer Autosalon, ein Hersteller, mit dem ich jetzt ehrlich gesagt relativ weniger gerechnet habe, ihn hier aufzufinden. Es ist SsangYong. SsangYong, ursprünglich Replika-Hersteller von Fahrzeugen, Oberklasse für Chinesen. Raxton war die letzte Brut aus dem Kasten von SsangYong. Jetzt kommt SsangYong hier mit einem Tivoli, und einem Corando an. Dann gibt's, gut, den Musso, den kennen wir schon, den neuen Raxton kennen wir auch schon. XLV ist auch mit neu dabei. Corando gefällt mir, ehrlich gesagt, muss ich jetzt erschreckenderweise zugeben, gefällt mir. Muss ich ehrlich zugestehen, gefällt mir. Auch wenn ich, der Raxton hat auch irgendwie wieder ein bisschen was. Ich habe den Corando eben gesehen und ich dachte mir so, gut, auf den gehen wir noch ein. Weil er hat irgendwie was. Er hat irgendwie was. Es ist die Ähnlichkeit vielleicht zum Jeep Compass oder Grand Cherokee. Es ist irgendwie, hä? Oder Nissan, ja. Es ist irgendwie so eine Mischung daraus. Wenn wir einfach mal gerade noch reingucken, etwas von SsangYong, eher untypisches. Wir haben hochwertige Verarbeitung. Wir haben wirklich hochwertige Verarbeitung. Nebenbei auch noch, es sieht klasse aus. Es sieht wirklich klasse aus. Wenn wir uns das hier, Piano-Lack, Full-Display-Tacho, ein großes Tablet als Mittelkonsole-Display. Auch hier wieder, gut, es ist nur Kunststoff, ja, aber es sieht trotzdem vernünftig aus. Schalthebel fühlt sich auch hervorragend an. Hier Start-Stop-Knopf, also Engine-Ignition. Knopf. Die Haptik vom Lenkrad gefällt mir auch. Sitze. Tolles Leder. Sitzt sich gut. Es ist tatsächlich Alu. Es ist tatsächlich eine Alu-Reling. Gucken wir nochmal hinten rein. Hinten Platz für drei Leute ohne Probleme. Ich denke mal, ich setze mich einfach mal rein. Marvin ist viel größer als ich, deswegen meine Größe bringt da nicht viel zur Aussage. Aber auch bei mir jetzt, ich habe hier wunderbar Platz. Ey, geil, komm mal her. Komm dir das mal angucken. Hier ist tatsächlich eine 220 Volt Steckdose. Hinten drin. Und hier ist Platz. Das ist eine Einliegerwohnung im Fond. Dann will ich gar nicht erst den Kofferraum sehen, wie riesig das Ding ist. Okay, gut. Ich habe eigentlich bei dem Kofferraum, habe ich jetzt eigentlich mir mehr versprochen. Hier riesen Reserverad. Ja, auch nochmal 12 Volt Steckdose, Zigarettenanzünder. Gut, kleiner Kofferraum, riesen Fond. Viel Luxus im Corando. Muss ich sagen, ist ein klasse Ding. Gefällt mir. Kaufen würde ich mir trotzdem nicht. Macht euch selber ein Bild über das Auto. Über die Entwicklung, die SsangYong mitgemacht hat. Von Replika-Hersteller zu wirklich eigenen Fahrzeugen, die wirklich mal vernünftig verarbeitet sind. Franzosenecke, Renault, Megane, RS, mein Bereich, fahr selbst Citroën, Peugeot. Mein bester Freund fährt einen Clio RS Cup Edition, der Nürburgring Edition. Was fällt auf beim RS? Breit. Für einen Kompaktsportler sehr, sehr breit. Wenn man von vorne drauf guckt, sieht sofort Kotflügel breit, Reifen breit, bullig einfach. Also ich mag ihn sehr von der Front her. Er drückt einfach Sportlichkeit aus. Man sieht es sofort an der Bremsanlage. Brembo ist das Wort hier. Es müsste eine Vierkolben-Bremsanlage sein, wenn ich mich nicht ganz verirre gerade. Ich glaube roundabout 340er Bremsscheiben haben die drauf, serienmäßig schon von Brembo. Das heißt, die Dinger packen zu, wenn sie wollen. Ja.
Wenn Sie wollen, genau. Ganz viel Chrom, kleine Zierleisten halt, was das Auto ein bisschen in die Länge zieht halt, mit Schwarz, schöner Kontrast halt. Hinten haben wir einen Spoiler. Breit, ja, stimmt, breit, wo schon der Kameramann sagt, breit. Sehr, sehr breit, mit einer Mittelauspuffanlage, die einfach mal eine Ansage macht, würde ich mal behaupten. Mal ganz ehrlich, Leute, wo findet man so eine Auspuffanlage? Also, ich glaube, bei Mercedes gibt es noch nicht mal so einen Durchmesser, wenn ich mich gerade... Lamborghini, stimmt, Lamborghini hat Ähnlichkeiten. Ja, man sieht den fetten Diffusor hinten, das ist nicht ein bisschen angetouched oder so, dass das so mal so ein bisschen auf schick ist. Das hat Sinn, dieser Diffusor. Das sind einfach mal 15 cm, die es da runter geht im äußersten Bereich. Das ist heftig einfach. Überall sieht man kleine Lufteinlässe, um die Aerodynamik zu verbessern, ob es hinten in den Seitenschwellern ist oder vorne. Überall immer so Kleinigkeiten halt. Spoiler. Dezent, aber funktional. Macht den Kofferraum ein bisschen länger, die Heckscheibe etwas kleiner zwar, aber wir wollen doch Sportlichkeit, oder? Also sinnvoll. Der Kofferraum geht nicht automatisch, wie bei höherpreisigen Autos. Ist ein Kompaktsportler, also VW Golfklasse. Das heißt, ich glaube 430 Liter Ladevolumen hat er. Direkt hier Reserverad, weiß ich nicht, ich schätze, der hat Montagekit, genau, der hat Montagekit halt, Tank, da ist nicht so viel Platz. Wo auch, wenn man so eine Auspuffanlage hat, die muss ja irgendwo hin, immerhin. Wir haben ein Panoramadach mit Schiebefunktion, das hatten wir gerade bei Mercedes erst gesehen gehabt. Nicht so groß, weil es ein kleineres Auto ist, aber genau dieselbe Technik. Mit Windschutz, dass der Wind rüber geht halt. Jetzt gucken wir mal hinten rein, weil vorne ist aktuell noch besetzt. Da sehen wir große Türen. Man kann gut einsteigen. Ja, was soll ich sagen? Es ist Alcantara-Leder. In den Türen, wenn man es so sieht, haben wir Carbon, also Rennoptik. Überall sieht man es halt ganz leicht halt. Das sehen wir im vorderen Bereich, wenn wir gleich im Cockpit sitzen. Richtig krass erst, wie viel Racing in diesem kleinen Franzosen drin steckt. Ja, meine werten Damen und Zuschauer, Motorsportjournalist Marvin ist an einer einfachen Motorhaube gescheitert. Ja, an einer einfachen Motorhaube gescheitert. Ja, ich fahre Franzosen, wir haben ihn, also was heißt Franzose, ist auch ein Franzose. Ich fand Citroën, bin auch mit dem Citroën gerade hier und da ist die Öffnung rechts und nicht links. Wenn man hier auf den Aggregat mal guckt, ne, wir haben eine direkte Kaltluftansaugung aus der Frontstoßstange halt, wo das Gitter sitzt. Über den Luftfilter geht es in den Turbo rein. Man sieht alles bestens, alles Sporttechnik. Renault ist lange in der Rennszene tätig schon. Ob es Renault Clio Cup oder sonstige Rennserien, da steckt Technik einfach drin. Wir haben ein relativ übersichtliches Auto noch, aber viel, viel Technik haben wir hier trotzdem. So, jetzt gucken wir mal, dass wir gleich in den ins Cockpit reinkommen. Sobald da frei ist, werden wir dann da mal reinsetzen uns und das Auto von innen begutachten. Ich kenne den Megane RS, den Vorgänger, schon, weiß also, worauf ich jetzt zu achten habe, wo diese Schwierigkeiten sind, also wo das Auto vielleicht nicht so gut verarbeitet ist, aber ich denke für den Preis, wir reden hier von einem Preis, Vollausstattung RS mit ca. 250 PS hat er, glaube ich, oder 260 PS, schon relativ viel Leistung und das für einen Kaufpreis von 48.000 Vollausstattung. Wir reden hier von Vollausstattung. Das heißt DSG-Getriebe, Schaltwippen, Carbonambiente, Alcantara Ricardo sitzen müssten das immer noch sein vom Hersteller.
mit Sitzheizung, Racing pur eigentlich. Großes Display in der Mittelkonsole, erinnert leicht an Tesla, nicht so groß, aber so ähnlich, wo man also alle Sportanzeigen sich anzeigen lassen kann, ob es Turbo, Boost, mal gucken gerade, ob wir es hinkriegen. Steht vielleicht gar nicht zur Verfügung. Das ist der Home-Button. Ja, ich muss Vorrang machen, Herr Kriegal. Digitales Display mittlerweile, Drehzahlband digital, Tacho digital, also auch Racing. 12 Uhr Markierung, wie wir es aus dem Rennsport kennen. Die Leute werden es sofort wiedererkennen. Hier oben ist so ein, ja, ich würde Stoff sagen, mit Leder. Nennt man Alcantara. Ja, ich würde nicht sagen, dass es Alcantara ist, wenn ich ehrlich bin. Ein sehr, sehr großes und geräumiges Auto. Mega viel Halt in den Sitzen. Riesengroße Mittelkonsole. Großes Panoramadach. Also mir gefällt er auf jeden Fall. Ich würde mir sogar zulegen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir gerade leider erst ein neues Auto gekauft. Aber er ist wirklich schick. Wir haben hier eine Bose Soundsystem. Komplett Bose ist hier drin. Das sieht man auch direkt, wenn man auf die Lautsprecher guckt. Da steht einfach fett Bose drauf. Nicht nur klein, da steht groß Bose. Und das ist nicht nur an den Seitentüren, das ist vorne am Armaturenbrett, das ist hinten, das ist einfach im ganzen Auto ist Bose verbaut. Ja, was soll ich noch sagen zu dem Auto? So viel kann ich gar nicht mehr. So viel kann ich nicht mehr sagen. Mein Fazit ist, ich würde es mir kaufen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist wie bei den meisten Franzosen sehr, sehr gut. Viel Ausstattung, günstiger Preis. Man hat hier viel Leistung und wenn es jetzt nicht unbedingt mal ein VW Golf GTI oder R32 oder ein Hyundai i30 N Performance sein soll, dann guckt euch Renault Megane RS an von Renault Motorsport. Oder, kann ich euch auch am Herz legen, hatten sie heute nicht da, Peugeot 308 GTI von Peugeot Motorsport. Franzosen sagt man nicht viel nach, aber Leute, in denen steckt richtig was drin. Also, schaut euch sie an und überlegt euch was. Kurzer Schwenker über die Toyota Luxusmarke Lexus rüber. Auch nicht sonderlich viel Neues dabei. Bei Toyota erkenne ich jetzt auch nicht direkt viel Neues. Land Cruiser. RCF. Ja, aber den RCF Track Edition, den gab es ja schon bei JP. Ich will eher auf was anderes hinaus. Was haben wir da vorne? Es ist... Ich sag jetzt mal so offen und ehrlich, es ist eigentlich so das Highlight, auf das ich mich wirklich gefreut habe auf dem Genfer Autosalon. Und das ist eher, das ist die neue Supra. Es ist tatsächlich die neue Supra, auf die ich mich gefreut habe. Es ist eine Mischung aus BMW Z4 und Supra natürlich. BMW-Verschnitt sowohl von außen als auch von innen nachher im Cockpit. Wir gucken uns einfach jetzt hier gerade, ja gut, wir haben jetzt hier direkt einen stehen mit offener Motorhaube. 6-Zylinder-Triebwerk, 3-Liter-Maschine, clean gehalten, da ist noch Platz drin. Es ist nicht alles so zugequetscht. Leichtbau-Motorhaube, also das Ding wiegt nichts. Wiegt verdammt nochmal nichts. Jetzt gucken wir, dass wir uns noch ganz schnell irgendwo von innen das Fahrzeug angucken können. Excuse me? Can we just quickly a little shoot for the camera from the interior? Okay, thank you. Wie eben schon erwähnt, BMW Optik im Interieur. Ganz klar erkennt man woran. Und zwar, wir haben hier direkt das Lenkrad, erinnert direkt an BMW. Die Verkleidung von der Heizung und der Klimaanlage, auch direkt BMW. Radio, direkt BMW. Mittelkonsole, alles hier BMW. Da merkt man direkt die BMW-Gene auch am... Für die, die es halt nicht direkt erkennen, alleine am Wählhebel vom Getriebe erkennt man, es ist BMW. Aber so viel BMW steckt dann trotzdem nicht drin. Es ist und bleibt trotzdem ein Toyota. Auch wenn das Design von BMW kommt und der Motor, haben wir hier trotzdem JBL-Lautsprecher drin. Marvin feiert das gerade total. Kofferraum... Gehen wir jetzt noch ganz schnell drauf ein. You're already finished? Yeah. Oh, marvelous. We are quick. Okay, ich habe mich eben noch über Marvin lustig gemacht, aber ich scheitere jetzt gerade tatsächlich am Kofferraum von
dem Toyota Supra Z4 Coupé. Aber stopp, bevor wir weiter auf den Kofferraum drauf eingehen, perfekt, dankeschön. Dieses Heck, das ist doch mal ein geiler Arsch. Das ist Rennsport in der Straßenvariante. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Kofferraum. Typisch Sportwagen, kleiner Kofferraum. So klein ist das Ding aber alle, ehrlich gesagt, gar nicht. Okay, gut. Wie ich hier gerade höre, bumst die Anlage hier drin auch ganz gut. Kann man jetzt gerade nicht hören. Aber Anlage klingt auch vernünftig. Die Heckklappe ist riesig. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die ist riesig und schwer. Die Headlights, also die Rücklichter, sind auch einfach Porno geworden. Das ganze Auto ist einfach geil geworden. Mehr kann ich nicht dazu sagen und mehr will ich auch ehrlich gesagt nicht mehr dazu sagen. Ihr müsst euch selber ein Bild über die Supra machen. Mir persönlich gefällt sie und ich habe mich sehr auf die Supra gefreut. Dann natürlich, ihr kennt sie von Gran Turismo, die Gazoo Racing Supra GT4 Concept. Direkt aus der Heimat, aus Köln. Von Gazoo Racing aus Marsdorf. Und jetzt steht sie hier. Ne? Also, so sieht das Ding in echt aus. Tatsächlich genauso wie in Gran Turismo. Jetzt wird sie langsam allmählich laut. Und ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Aber die Leute fangen ja auch an. Die Leute fangen an, hier durchzudrehen, weil der Genfer Autosalon schließt für heute, also für Samstag, seine Tore und wird morgen wieder auf sein. Wir werden aber allerdings morgen nicht da sein. Ich muss gucken, ob ich nochmal irgendwie herkomme. Das waren die Highlights bis jetzt vom Genfer Autosalon. Meine persönlichen Highlights und die persönlichen Highlights auch von Marvin. Schreibt uns, was ihr von den Fahrzeugen haltet und was eure persönlichen Highlights auf dem Genfer Autosalon ist. Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ich kann nicht mehr reden, es ist verdammt laut, man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Ja, Flashmob jetzt hier noch auf dem Genfer Autosalon. Noch zum Schluss vom Genfer Autosalon hier nochmal so ein Flashmob hingelegt. Wir gehen einfach nochmal was näher hin und gucken uns nochmal etwas genauer an. Was die Leute hier von Toyota hinlegen. Ja, krass. Krasse Aktion. Das war's von uns auf dem Genfer Autosalon, zumindest für heute. Ich guck mal, dass wir noch einen zweiten Tag hier runter können. Schlussworte finden bei Subaru statt. Auch nichts Neues, großartig. Doch, wir haben einen Leewalk da neu. Gefällt mir aber nicht. Lassen wir einfach mal so ein bisschen Revue passieren, was wir auf dem Genfer Autosalon zu sehen bekommen haben. Wir haben einen Renault Megane uns angeguckt, der auf jeden Fall Trend werden wird, dieses Auto. Tolles Auto für einen Kleinwagen, kleinen Hatchback. Es ist kein Kleinwagen, es ist ein Hatchback. Ja, das ist ein Kompaktsportler. Tolles Auto, definitiv. Dann haben wir einen Volvo unter Starkstrom gesehen, der auch verdammt klasse ist, gefällt mir. 60.000 Euro Vollausstattung. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das Auto bietet. Dann neue Mercedes E-Klasse. Nicht viel Neues, ich würde es eher als Facelift betrachten. Gut, Mercedes halt, ne? Was haben wir uns sonst noch angeguckt, Neues? Peugeot, genau. Auch ein Fahrzeug, was einen Style-Preis bekommen könnte, weil schick ist er, günstig ist er, er bietet viel. Ja,
So weit, so gut. Da vorne ist noch TechArt. Aber ich würde sagen, für heute war es das aber erstmal. Aus der Schweiz, vom Genfer Autosalon. Für euch unterwegs gewesen waren Marvin und ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao und haut raus, euer Henk Porsche.